Lymphknoten ist ein sehr häufiges und sehr belastendes Symptom. Das kommt bei den meisten Herz- und Lungenkrankheiten vor. Im Bereich der Herzkrankheiten ist die häufigste Ursache die Herzinsuffizienz, wobei sich die Lungen stauen. Das heißt, das Atmen wird erschwert und der Patient ist nicht mehr belastungsfähig. Als erstes gilt zu entscheiden, ob die Ursache der Luftnot das Herz oder die Lunge ist. Wir können glücklicherweise in den letzten Jahren durch einen einfachen Labortest schon vorentscheiden, ob zum Beispiel die Herzwände unter Druck stehen. In dieser Situation würden wir das Herz weiter untersuchen mittels Echokardiographie, also Ultraschall, und je nach Ergebnis durch funktionelle Tests und bis hin zum Links- oder Rechtsherzkatheter. Ist die Lunge eher das Problem, dann neben der Lungenfunktionsprüfung stehen auch Verfahren im Bereich der Bildgebung wie Röntgen, CT, und am Ende wird es entschieden, welches Organ tatsächlich der Verursacher ist. Wenn die Luftnot kardial bedingt ist, reden wir von einer Linksherzinsuffizienz in der Regel, und die hat ebenfalls differenzierte Ursachen. Entweder ist die linke Herzkammerfunktion zu schwach, das wird in erster Linie medikamentös unterstützt, oder sind die Klappen schuld. In dieser Situation stehen neben operativen auch Katheterverfahren, womit wir die normale Funktion der Herzklappen wiederherstellen bzw. die Klappen auch ersetzen können. Alles funktioniert mit der medikamentösen Therapie im Hintergrund. Und es gibt auch eine Reihe von Rhythmusgerätimplantationen, die auch in der Lage sind, dem kranken Herzen noch ein bisschen Leistung zu geben.